Mittlerweile gehen die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Coburg von einem Tötungsdelikt aus. Noch im Laufe des Montags kann die Kripo aufgrund der Ermittlungen neue Hinweise gewinnen, die zu einem Verdächtigen führen. Im Zuge dessen konnten wir im Laufe des gestrigen Abends einen Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich hierbei um einen 29-jährigen polnischen Staatsangehörigen aus dem Raum Coburg. Mittlerweile hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags gegen den Mann erlassen. Die aufgefundene Frau und der festgenommene Mann kannten sich. Er befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt. Die Untersuchungen der Rechtsmedizin haben ergeben, dass es sich bei der Leiche zweifelsfrei um die zuvor als vermisst gemeldete 28-jährige Frau handelt. Die Frau ist durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen.